Die erhöhte Shiny-Chance in den Eiern ist am Start im Halloween-Event, zumindest bei FM, höhere Shiny-Chance als in der Wildnis. Und später möchte ich noch darüber quatschen, und das scheint sehr wichtig zu sein, dass sich ein großer Teil von euch von Niantic bei den Brutmaschinen abzocken lässt. Genau, aber jetzt erstmal. Oh, 91 Bonbons. Ich habe die dreifachen Bonbons wegen der befristeten Forschung. Normalerweise hat man nur doppelte Bonbons als Bonus. Genau, Makabaya, Galamakabaya, Paragoni, Golbit und FM können hier drin sein. Galamakabaya neu in Shiny, FM neu in Shiny und FM mit einer erhöhten Shiny-Chance. Sehen wir uns das mal an. Okay. Na boah, 800 Sternenstaub ist wenig. Ich habe auch kein Sternenstück an für die 7 Kilometer Eier. Glaube ich, werde ich das nicht machen. Ich meine, die 12er, das würde sich schon lohnen. Zwei davon hatte ich jetzt nebenbei auch noch am Start. 63 Bonbons. Das betrifft aber nur die normalen, nicht die XL, glaube ich. So, was haben wir hier? Da hat es begonnen, also nicht wirklich begonnen, aber die Reihenfolge ist irgendwie immer seltsam. Wenn schon kein Shiny, dann vielleicht ein 100er. Mal schauen, ich glaube, da fehlt mir noch alles. Aus diesem Eipool habe ich nichts in 100, wenn mich nicht alles täuscht. Na gut, und auf zur nächsten Ladung. Der Schilling, Alter. Neue Ladung, neues Glück. FM ist hoffentlich zurück mit 9 7 Kilometer Eiern, die man aus Geschenken bekommt. Und ich weiß, ich lese es vermutlich jetzt schon wieder. Ja, wieso schiebe ich Niantic so viel Geld in den Hals? Ja, wenn ich doch die Boxen und so immer kritisiere. Bei Brutmaschinen, ich kann meine Ausrede nur nochmal sagen, gebt meinen Freundescode ein. Dankeschön an alle. Meinen Freundewerben-Code. Ich glaube, seit ich das gesagt habe, ziehen die Leute mit Absicht diese Aufgaben durch, wo wir dann Superbrutmaschinen gratis bekommen. Sie gehen mir nicht aus. Ich mache die Ei-Videos und sie werden mehr. Ich habe mittlerweile 270 Brutmaschinen wieder. Und die sind, ich habe mir schon lange nichts mehr gekauft. Seit diese geniale Abenteuerbox weg ist, habe ich mir keine Brutmaschinenbox mehr geholt. So, genau. Das muss ich auch, oder wollte ich auch noch so sagen. Ich habe natürlich dadurch Angriffsfläche und ich kann es verstehen, könnt ihr gerne schreiben. Und ja, so also ganz Unrecht habt ihr nicht. Aber bei Brutmaschinen, Moment. Hier, das ist es. 200, obwohl ich habe fast 300 Brutmaschinen. Die werden nicht weniger. Obwohl man sagen muss, die blauen hier, da gab es diese Box, wo man drei Fernraid-Pässe, Moment, nein, drei Fernraid-Pässe für 299 Coins bekommt, plus eine von diesen normalen Brutmaschinen, die nicht super sind. Aber die Superbrutmaschinen, die kommen alle vom Freundeswerben-Code. Und bei einer Aufgabe gibt es gleich 5 Superbrutmaschinen. Das sind 15 Pokémon. Moment, 5? Doch, 5 mal 3, 15 Pokémon. Ich hätte gerne auch ein einziges FM in der richtigen Farbe. Bis gleich. Neue Textebene. Leider nur 4 Siebener und danach war das Tageslimit der Geschenke erreicht. Es gibt, glaube ich, nicht garantiert immer ein 7 Kilometer Ei. Das war bei manchen Events schon mal unangekündigt so. Aber sehr häufig. Also ich schaue dann immer im Tagebuch nach. Und jo, fast immer ein 7 Kilometer Ei. Ich würde sagen aus den 30. Also kann natürlich nur Glück gewesen sein am ersten Tag. Aus den 30 habe ich... Moment, Quatsch. Ich... Was heißt, ich muss ja... Oh! Magbi? Hey, wir wollen hier FM und dann habe ich noch ein paar andere Eier dabei und dann ist Shiny Magbi dabei. Ach komm! Ich sag's ja, kein Ei-Video ohne Shiny. Na gut, das ist makaber, ja. Es ist echt, na toll, echt, echt toll, na toll. Na gut, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das war, glaube ich, wichtig und interessant, genau. Ich hatte 9 Eier, dann 9, sind wir bei 18, plus jetzt 4, 22. Also aus 30 Geschenken 22 Eier, das, ja, ich meine, ganz ehrlich, man könnte es auch einfach garantiert machen, aber das ist in Ordnung. Gut, jetzt weiß ich nicht, wo es begonnen hat. Hier, FM, oder? Habe ich nicht bekommen. 9 Eier waren das jetzt hier.
gebaut. Dann Magby. Echt genial. Also Baby-Shinies, die sind selten, wichtig und richtig. Da kann ich auf jeden Fall ein Shiny Taubsi dafür verlangen, falls mal jemand Lucky traden möchte. Na gut. Und jetzt hole ich mir noch neue Eier ran und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, Spielezwerg. Oh. Boah, ich muss sagen, so ein bisschen spüre ich es ja schon in den Beinen mittlerweile. 9 mal 7 Kilometer. Das ist jetzt die 4. Ladung. Und davor habe ich auch noch direkt im Event einiges weggebrütet, aber das habt ihr nicht gesehen, denn das waren keine Event-Eier und ich wollte, oder habe ich das aufgenommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber auf jeden Fall 5 Ladungen in 2 Tagen. Ne, yo. Mal schauen, ob ich heute noch eine packe. Aber, hey, wir ziehen durch. Wir wollen ein FM haben in Shiny, oder? Obwohl, ich habe jetzt in der Folge schon ein Shiny. Das sollte mal reichen. So, das Pokémon stimmt schon mal. Na, oder Galamakabaya in Shiny, das geht von mir aus auch in Ordnung. Hier, wenn ich es sage, kommt es direkt. Genau, also 9 Stück, erhöhte Shiny-Chance. Sternenstück habe ich an, ich habe mir die, also wen das vielleicht immer interessiert, die Zahlen rechts oben, sind die gerade mit oder ohne? Ich habe mir nämlich die Go-Kampfliga-befristete Forschung abgeholt. Davor ein 5:0 vorbereitet, fetten Sternenstaub abgesahnt, alles mit einem Sternenstück, das lohnt sich. So, hoffentlich lohnen sich die IV, das wäre sehr schön, das weiß ich genau. Ein Shiny und ein 100er in einer Folge, oder? Das wäre doch mal was. Moment, wie viele XL habe ich eigentlich? Oh ja, das geht mittlerweile in Ordnung. Bald ist ein Level 50er drin. Galamakabaya. Und nicht mal annähernd gute IV. Ich glaube, eine Ladung kann ich noch aus dem Ärmel schütteln für die Folge, aber ich will das dann schon hochladen. Und während es jetzt noch hier eine Eiladung gibt, wollte ich ein Thema besprechen. Superbrutmaschinen und normale Brutmaschinen. Welche sollte man sich kaufen und wieso ich der Ansicht bin, dass normale Brutmaschinen auch ausreichen. Beziehungsweise, ich habe dann eine Umfrage auf Twitter erstellt. 1800 Stimmen mittlerweile und das Ergebnis ist schon beendet. Genau. Was hättet ihr lieber? 10 Superbrutmaschinen, die 1/3 schneller ausbrüten oder 13 normale Brutmaschinen? Und die Mehrheit hat sich für die Superbrutmaschinen entschieden. Ich dachte, es wird in etwa so sein, dass 70% eher die normalen Brutmaschinen haben wollen, wenn sie 3 extra bekommen. Und dann vielleicht 30% doch die 10 Superbrutmaschinen. Aber dieses Ergebnis hat mich echt überrascht. Und immer wenn ich sage, es ist eigentlich egal, ob da normale oder Superbrutmaschinen in den Boxen sind, außer ihr brütet durchgehend mit gekauften Brutmaschinen. So, dann bekomme ich immer Kommentare, wieso ist das so und stimme ich gar nicht zu. Eine Sache gibt es nur, eine Ausnahme, bei einem Event wie aktuell zum Beispiel. Wenn man in kurzer Zeit so viele Eier wie möglich mit so wenigen Kilometern, wie man nur schafft, ausbrüten möchte. Denn im Halloween-Event gibt es diese 7-Kilometer-Eier mit der erhöhten Shiny-Chance. Und klar, da ist es ein enormer Vorteil, wenn man da schneller brüten kann. Aber ansonsten, wenn kein Event ist, wenn nichts am Start ist, stellt euch vor, ihr habt gerade die Unendliche, da brütet irgendwas aus, völlig egal, und 8 mal 10 Kilometer Eier. 2 Leute gehen gemeinsam spielen, die eine Person packt die 8 mal 10er Eier in die Superbrutmaschinen, 6,7 Kilometer, die andere in normale, muss dafür 10 Kilometer laufen. Okay, und nach diesen 6,7 Kilometern, wenn die 10 Kilometer Eier offen sind, muss die Person sofort wieder die nächsten Eier in gekaufte Brutmaschinen geben. Denn ansonsten, stellt euch vor, man läuft dann weiter, hat nur die Unendliche laufen, nachdem die 10er aufgegangen sind, läuft wieder weiter, die andere Person läuft auch noch und plötzlich sind wir 10 Kilometer gelaufen. Die Eier von der anderen Person gehen mit den normalen Brutmaschinen auf und plötzlich haben beide das identische Ergebnis. Und der Vorteil von den Superbrutmaschinen ist wieder weg. Es ist nur eine Illusion, dass ihr glaubt, ja, aber dann brüte ich doch mehr Eier aus. Nein, ihr brütet mehr aus, wenn ich euch 13 normale anstelle von 10 Superbrutmaschinen gebe. Denn
abgerechnet wird in Pokémon Go pro Ladung, pro Ei, pro Pokémon, nicht nach Kilometern. Ich glaube, es gibt irgendein anderes AR-Spiel, wo, sagen wir mal, nennen wir es die Eier, ich glaube, dort sind es keine Eier, wo das nach Kilometern abgerechnet wird. Natürlich wären dann Superbrutmaschinen besser, weil man dann mehr Eier in weniger Kilometern ausbrüten kann. Aber hier geht es nur um Ladungen. Und beide Brutmaschinen haben nun mal 3 Ladungen. Bringen wir mal wieder vielleicht einen FIFA-Vergleich. Da gibt es ja auch Packs, die man öffnen kann. Und da ist so eine Animation davor. Sagen wir, die kann man nicht überspringen. Und das eine Pack kostet 150. Damit muss man sich die komplette Animation ansehen. Das andere Pack kostet 200. Da ist die Animation um ein Drittel kürzer. Bei beiden Packs bekommt man so und so viele Spieler. Fertig. Es ist kein Unterschied, nur die Animation ist bei dem einen Pack ein bisschen kürzer. Oder stellt euch vor, es gäbe noch eine Top-Elite-Brutmaschine, wo die Distanz halbiert wird. Wäre euch die nochmal 100 Coins extra wert? Nur wenn man durchgehend brütet oder eben, wie gesagt, für Events mit einem Event-Bonus, wo man in kurzer Zeit so viel wie möglich brüten möchte, dass man die Boni noch genießen kann oder noch die 7er Eier bekommt. Aber ansonsten macht es echt keinen Unterschied. Oder ich liege komplett falsch mit meiner Aussage und Annahme, bin gerne offen für die Gegenargumente, doch diese Umfrage hat mich schon überrascht. Vielleicht hat man die Zahl davor nicht so ganz gesehen und es ging einfach nur darum, was hättet ihr lieber, Superbrutmaschine oder normale? Und alle klicken auf Super. Aber es stand ja 10 Superbrutmaschinen oder 13 normale. Und so wird man im Shop bisschen übers Ohr gehauen, ohne es vielleicht gar nicht so mitzubekommen, weil man da noch nie großartig drüber nachgedacht hat. Also, falls irgendjemand bereit ist für ein Tauschgeschäft, ich gebe euch alle meine Superbrutmaschinen, die ich habe, und hätte dafür gerne 30% mehr normale Brutmaschinen. Dankeschön fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.